Zusammen in Kooperation mit Bosch. Muss ich auf Ernst? Ja, ja. Oder kann ich auch so? Mach mal dein hässliches Haar und absammel dich. Nicht wegschmeißen! Im Bossy-Shirt können Sie Tee einschenken. Im Bossy-Shirt eine heiße Hausfrau sein. Bossy. Hallo Dirties, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch gut. Bei mir ist heute volle Hütte. Ich habe nämlich die Steinreiniger Nord bei mir und die polieren gerade unseren kompletten Hof und die gesamten Steine um unser Haus herum. Und die Jungs machen echt super saubere und tolle Arbeit. Und nachher wird es richtig picobello aussehen. Vor allem habt ihr auf lange Sicht was davon, denn sie reinigen die Steine nicht nur. Sie imprägnieren sie, sie desinfizieren sie. Und so habt ihr einfach richtig schön lange was von eurem sauberen Hof. Und die Gäste können kommen. Hey! So, Freunde, guckt euch das vorher genau an, denn ihr werdet diesen Hof nicht wiedererkennen. Ich habe jetzt den Meister der Steine vor Ort. Und Toni, sag mir doch mal, was du jetzt genau mit unserem Hof hier anstellst. Wir reinigen die Steine in einem 4-Schritt-Verfahren. Der erste Schritt, das tun wir jetzt gerade. Wir reinigen die Steine mit unserer selbst konstruierten Reinigungshose. Habe ich schon gesehen, Alter. Sieht schon so heftig sieht aus, gut ne, aus, der Unterschied. Ne? Guckt ja. euch das mal an, Leute. Hier ist noch alt und hier ist neu. Was ist der nächste Step? Das zeige ich dir gleich. Okay. Ja. Und dann einmal nach vorne gehen. Rück. Alter, geil. Fast so wie Rasenmähen. So gut. Kann ich damit auch mein Zimmer machen? Nein, leider nicht. Aber schade. Alter, Leute, der erste Step erstmal nur getan. Und guckt mal, wie krass das jetzt schon aussieht. Alter, so sauber wohne ich hier, oder was ist das für eine Einfahrt? Was sagst du dazu? Wow, davon kann ich essen. Die müssen mal gegossen werden hier. Nee, ich würde es nicht sagen. Ihr könnt ein bisschen Volumen. Oh! Wollen wir die Extensions reinmachen? Ich glaube, das ist einfach die beste Rettung jetzt. Digga, wenn Mama das sieht, ne? Das ist voll jetzt Fokuhila. Okay, was ist das, was du da jetzt reinkippst? So, das ist das biologisch abbaubare Alben- und Flächenschutz. Und das sorgt dafür, dass wir die kleinsten organischen Stoffe, die auf den Steinen vorhanden sind, komplett vernichtet werden. Das ist quasi eine Tiefenreinigung für die Steine. Perfekt. Kann ich das auch in meine Haare machen? Nee, das würde leider nach hinten losgehen. Oh. Jetzt eine Glatze. Soll ich Glatze machen? Ihr entscheidet. Hallo, wir sind Steinreiniger Nord und Support ist kein Mord. Rufen Sie an unter folgender Nummer. 04531888990. Kerstin, kann ich mal dein Mikro? Nein! Ich hab's heute vergessen. Gib mal her! Was wir alles anbieten. Wir machen Stein-, Terrassen-, Hof- und Pflasterreinigung, aber auch Graffiti-Entfernung von diesen scheiß Jugendlichen und Oberflächenschutz und Fassadenreinigung. Also alles, was Sie brauchen. Ganz toll! Hey, danke! Schnitt! Jetzt passiert hier gerade Step Nummer 3. Wir sind bei der Neuverfugung, richtig? Yes. So, Toni, Step Nummer 4, letzter Step. Was machst du jetzt genau? Jetzt tragen wir unsere DS Premium Imprägnierung auf. Damit schützen wir den Stein und sorgen dafür, dass er 4 bis 5 Jahre sauber bleibt. Boah, geil. Dann haben wir 4 bis 5 Jahre so eine Einfahrt, ey. Hammer. Können wir die Gäste kommen lassen? Yes. Erzähl mal.
Wasser. Was hast du jetzt? Du da, mein kleines Latinum. Ja, und was bedeutet das? Was kannst du jetzt damit machen? Träge. Erzähl. Ja, Dude, damit kann ich angeben. Ja, aber wie hast du das denn erreicht? Naja, durch Latein. Ja, 3 Jahre. Oh, ach so. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich helfe Mireille jetzt, ihr Zimmer aufzuräumen. Das findet sie. Nee, ist okay. Kann man machen. Teile. Ja. Ich habe keine Motivation. Und Mireille wird das sicherlich ein Dornauge sein, weil ich ja nicht so pingelig. Das hatte ich heute an. Ja, es ist ein bisschen Deodorant. Mach weg. Nee, das kann gar nicht sein. Also die stinkt, aber die Achsel nicht. Was hast du gemacht? Nicht mal die? Die riecht nicht. Ey. Wäsche. So, Pullover. 3, 2, 1. Ich würde dir ja helfen, das in den Schrank zu räumen, aber du rastest dann aus. Guck mal, ich zeig dir mal, wie ich das mache. Probleme. Nein, Dude. Nein, Dude. Stopp! Hey, komm. Das ist voll was? Gut. What the heck? Mireille, du hast ein ganz großes, saftiges Problem. Ah, das muss auf den Bügel. Ja, aber das muss auch in die richtige Farbe schauen. Oh, ja, na klar. Da denke ich doch dran. Ich würde es jetzt mal hier einordnen. Nein, stopp! Ich habe eine zue Nase, riech du mal. Hatte ich das anders nicht kurz zu Ja, hattest du. Lange Zeit. Wäsche. Leggings. Hier. Was ist das? Das ist kein Faltenrock. Wäsche. Nee, sind die. Die sind aber braun. Komisch. Was machst du da? Hä, das ist voll gut geworden. Wäsche. Achtung. Oh, sorry, das war aus Versehen. Pacho? Soll jetzt kein Angriff sein, ne? Also nimm mir das jetzt echt nicht übel oder so, aber du stinkst. Ja, du, sei froh, dass ich dir das sag und nicht irgendjemand Fremdes. Wollen wir mal zusammen eine nasse Sause machen? Na komm, ich habe Zeit. Komm mal her! Komm mal her! Komm, was jetzt? Komm! Bruder, das ist kein Wassermann. Komm her! Nein! Komm her! Pacho, sitz! Fein, so ist fein. Nein! Bleib hier! Nee, komm! Pacho! Pacho! Fein! Fein, Pacho! Nein! Pacho, fein! Nein! Okay, wir verschieben das Ganze jetzt auf draußen. Hat so keinen Sinn mehr. Hast du auf die Fresse gelegt? Komm mal hierher. Setz dich hin. Ich muss das Schaum bei dir abbekommen. Komm mal her! Sitz. Komm mal her, setz dich hier hin. Pacho, hier. Komm mal her, setz dich hin. Komm mal hierher. So ist fein. Ja. Was geht ab, Dirties? Wir sind gerade auf dem Weg nach München. Hey Leute, ihr wisst nicht, was heute Morgen für ein Chaos war. Wir mussten eigentlich in der Nähe von unserem Dorf einen Zug bekommen. Ich muss mir die Schrebe essen. Schrebe-Salat. Auf jeden Fall mussten wir einen Zug in der Nähe von unserem Dorf bekommen, um nach Hamburg zu kommen, also zu dem Zug. Um 6.55 Uhr wäre die Bahn gefahren und wir fahren immer so 25 Minuten hin. Und um 6.30 Uhr kommt meine Mutter in mein Zimmer. Ich habe heute zum ersten Mal seit langem wieder verschlafen. Mama kommt rein und sagt zu mir, Luisa, alles gut? Hast du es zeitlich so im Blick und so? Ich gucke auf die Uhr, ich denke mir, fuck. Mireille war schon fertig. Ich war schon wach, ich war schon glücklich. Wieso bist du nicht in mein Zimmer gekommen? War ich. Digga, du bist immer so eine Person, wenn ich dich dann weg und du gar nicht aufstehen wolltest, dann scheiße mich wieder an. Nee, das stimmt. Ich dachte mir, wenn, dann schaffen wir nur noch die Bahn, die aus Hamburg fährt. Aber dafür brauche ich einen Shoemaker. Wisst ihr, was ich meine? Und dann habe ich einen Freund angerufen. Dann sagt zu ihm, du musst jetzt Gas geben, ich hole dich sofort ab. Er hat gepennt. Und dann hat er uns nach Hamburg gefahren und dann haben wir den Zug auch bekommen. Der hatte Gott sei Dank auch mal Verspätung, sonst denkt man sich immer so, Alter, Knacks. Aber heute haben wir uns richtig gefreut, ne? Jetzt ist Mireille noch ihre Schrippe-Salami. Und ich trinke noch meinen Cappuccino. Was haben wir? 6 Stunden Fahrt, ne? Wann warst du zu Hause? 4 Uhr. Ja, heute. Hast du 2 Stunden Schlaf gehabt? Hätte ich auch nur gehabt, oder? Dann hätte ich nicht verpennt. Also Mireille wird jetzt gleich noch ein bisschen schlafen und wir sehen uns in München wieder und dann seht ihr, wo wir sind und was wir machen. Bis dann.